Ja, ich habe ein Sandeisen in der Hand. Mein Sandeisen hat 54 Grad Loft, ist ein Eisen, um kurze Schläge ins Grün zu spielen. Beim Sandeisen oder bei den Wedges verwende ich nie einen hundertprozentigen Rückschwung. Also ich hole nie voll aus. Ich mache vom Rückschwung immer maximal eine Dreiviertelbewegung. Die werde ich euch gleich zeigen. Standposition: Ball ist in der Mitte, Füße ist schulterbreit, leicht in den Knien, der Rücken ist gerade nach vorne gebeugt. Vom Abstand her ist es relativ einfach. Da, wo die Arme locker hinfallen, greife ich meinen Schläger. Augen sind immer auf dem Ball. Im Treffen oder beim Ansprechen sind die Hände etwas vor dem Ball, also in Richtung Ziel geneigt. Beim Ausholen drehe ich den Körper, knicke die Handgelenke ab, ähnlich wie das, was wir schon beim Pitchen gelernt haben. Und um eine Dreiviertelbewegung zu machen, hebe ich einfach die Hände an, sodass der linke Arm etwas mehr als parallel zum Boden ausgestreckt ist. Augen sind immer noch auf dem Ball. Jetzt gehe ich in den Treffmoment rein, verlagere mein Gewicht, meinen Druck ein bisschen auf den linken Fuß, gehe ein wenig in die Drehbewegung rein, versuche die Hände vorm Ball zu lassen und gehe dann ins Finish, in die Endposition, um den Ball gut zu spielen. Ich schlage jetzt einen Ball.